So. In the name of the sovereign. Refreshing. Ja, ich hätte mir den Guard Tower da sparen können. Refreshing. Es sind nämlich einfach zu viele Elfen. I serve with pleasure. Auch wenn ich sie gerade recht gut ausschalte. So, noch mehr Market Days. Victory is not in the cards. Halt! Victory is not in the cards. My ambition has paid off. Victory is not in the cards. Okay, der Level 4er da ist schon etwas mutiger. Aber er ist in Reichweite meines Turms. So. Wir haben genug Marktplätze. Wir haben genug Steuereintreiber. Your Majesty, so. A new building is complete. Victory is not in the cards. Wir haben den Wachturm, den wir brauchen. Victory is not in the cards. Your Highness, we've improved the guardhouse. Also können wir die beiden auch wieder zur zum Steuereintreiben freigeben. So, und jetzt dürften wir eigentlich nicht kein Geld mehr ausgeben, sondern nur noch einnehmen. Sovereign, a building has been upgraded. Ständig die Markttage. Gut, noch das eine Veteran-Upgrade. In the name of the sovereign. Your Highness, we've improved the guardhouse. So. I'm out of here. Jetzt sind wir wirklich abgesichert und wir nehmen Geld ein. Da sind zum Beispiel auch ziemlich viele Taxes jetzt, die wir holen könnten. Aber unsere drei Tax Collectors dürften das auch schneller hinkriegen. Wir haben ja noch fast die Hälfte der Zeit und wir nehmen ja jetzt nur noch Geld ein und geben keins mehr aus. Auch unsere Ints. Nehmen genug ein. Okay, die ersten 10.000 haben wir schon mal. Immer dran denken, überall die Markttage rauszuhauen. Und die Tax Collectors arbeiten zu lassen. Die City Guard driftet aber ganz schön ab, muss ich sagen. Jo. In allen sind die Markttage gelaufen. Geld kommt rein. Da sind jede Menge Elfen.
Und ja, man sieht, es wäre fast unmöglich, die Elfen allen auszulöschen. Weil die Elfen, die überrennen einen einfach mit ihren Truppen. Wenn man nicht aufpasst. So, Markttag. Die Tax Collectors sammeln das Geld ein. Hold your majesty. Victory is not in the cards. My ambition has paid off. Tax collector. Wir könnten noch eine innen bauen. Victory is not in the cards. Ja, komm, eine innen tut nicht so sehr weh. Victory is not in the cards. Tax collector. Refreshing. Hold. Der holt da das Geld ab, sehr gut. Your Majesty, our new building is complete. So. Wieder ein neuer Tag, wieder neues Geld. Naja, wenn wir 3000 von unseren Marktplätzen alleine 3000 pro Tag machen, machen wir in 10 Tagen 30.000. Und das ist schon mal, sind schon mal 3/5 von dem, was wir an Geld brauchen. Also eigentlich haben wir es in etwas mehr als 10 Tagen geschafft. Und zur Not können wir uns immer noch das Geld schnell klauen, wenn die Zeit knapp wird. Immer nur dran denken, die Markttage rauszuhauen. Weil viel mehr als das brauche ich jetzt wirklich nicht machen. Wir verlieren zwar einen Haufen City Guards, sind schon bei 22 oder so, aber wir sind abgesichert durch die Guardhouses. Der da ist mutig. Jetzt sollte er eigentlich wegrennen. Nö. In the name of the sovereign. I hope. My gold, your majesty. Tax collector. Ja, der Rattenmann da oben könnte ein bisschen nervig sein. Oh, neue Markttage ausrufen. Ja, guck mal, zwei oder drei Tage und wir haben schon wieder über 5000 Gold mehr. Also ja, wir kommen gut voran dieses Mal. Der Tipp war echt Gold wert, einfach sich einzubunkern mit Guardhäusern. So ähnlich müssen wir es in der anderen Mission halt auch machen. Nur, dass wir da auch mit Trading Posts arbeiten müssen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich diese Mod jetzt drauf gemacht habe, dass die Guardhäuser mehr Reichweite haben. Mir ging es hauptsächlich wirklich darum, dass die Guardhäuser mehr Reichweite haben und sie halten jetzt halt auch, glaube ich, 50 HP mehr auf Stufe 2. Das war's eigentlich. Also
Die Stufe 1 Guardhäuser sind gar nicht besser, nur die Stufe 2 Guardhäuser. Und halt die Palastwachen. Ja. Ah, Market Day. Hälfte haben wir schon mal geschafft, haben aber nur noch 11 Tage. Victory is not in the cards. My ambition has paid off. Gold, your majesty. In the name of the sovereign. Victory is not in the cards. You won't get my gold. Ja, das klappt aber eigentlich alles ganz gut. I serve with pleasure. In the name of my gold, your majesty. Victory is not in the cards. Und im Augenblick geben auch die Elfen ein bisschen Ruhe. Vielleicht haben sie es gelernt. In the name of the sovereign. Ja, wenn ich bei Tag 25 über 30, bei 40.000 rum bin, dann, also über 40.000 bin eigentlich, dann bin ich schon mal zufrieden. Weil sie sind jetzt bei Tag 20 und haben fast schon mal die 30.000. Wie ich gesagt habe, in 10 Tagen könnten wir 30.000 machen. Ja, einfach jetzt kein Geld mehr ausgeben. Ich hätte mir auch den Wachturm hier sparen können. So, Markttag ausrufen. Und da kommt wieder eine Elfeninvasion. Das war die Elfeninvasion. Ja, ganz ehrlich, ich nehme mal die Häuser hier. Von den Steuern weg. Hey, meine Palastwache hier hat Level 4 erreicht. Das heißt, die dürfte mit der Ratte gut klarkommen. Jo. So, nächster Markttag. Ja, sehr gut. Das scheint zu klappen. Noch 3 Tage, dann muss ich über dem Ding sein, über dem Pensum, was ich haben möchte. Noch knapp 15.000, die wir brauchen. Das könnte echt knapp werden. Gold, your majesty. More gold, your majesty.